vielleicht erstmal bei einigen auch vielleicht gewisses Befremden auslöst, wenn man von Fans in einem Bereich wie der bildenden Kunst spricht, also ein Bereich, der besonders stark ja erstmal der Hochkultur zugeordnet wird. Also bei Fans denkt man erstmal an Fußballfans, dann denkt man an Popmusik, an Popkultur, also an Bereiche, die so aus hochkultureller Perspektive zur Kulturindustrie gehören. Und schon vom Begriff her Fan assoziiert man damit ja Fanatismus, also unkontrollierte Emotionen, ein Mangel an Zivilisiertheit. Das aber scheint ja gerade die Voraussetzung zu sein für jeglichen angemessenen Umgang mit Kunst. In einem soziologischen Standardwerk werden Fans als Menschen definiert. Hier habe ich mal die Definition, die längerfristig eine leidenschaftliche Beziehung zu einem für sie externen, öffentlichen, entweder personalen, kollektiven, gegenständlichen oder abstrakten Fanobjekt haben und in die emotionale Beziehung zu diesem Objekt Zeit und/oder Geld investieren. Ich denke, diese Definition liefert gleich noch einen zweiten Grund, warum es erstmal unpassend zu sein scheint, in Beziehung auf bildende Kunst von Fans zu sprechen. Denn wer Zeit und/oder Geld investiert, tut das ja, um gegenüber dem Fanobjekt ja eine noch engere Beziehung aufzubauen, um es sich anzueignen, um irgendeine Art von Teilhabe zu erreichen. Also es geht um Haben wollen, es geht um Besitzstreben dabei, es geht darum, aus dem Interesse an etwas ein Zusammengehören, ein Dazugehören, ein Angehören, also im weitesten Sinn ein Gehören eben zu machen. Und ein solches Aneignungsbegehren aber widerspricht ganz klar so an diesem ganzen Ideal des interesselosen Wohlgefallens, das rund 200 Jahre als Grundlage des westlich modernen Kunstverständnisses galt. Also man sah eine gemäße Rezeption von Kunst ja gerade dann gewährleistet, wenn sie in einem Museum, in einer Ausstellung stattfindet. Also dann, wenn einem die rezipierten Werke gerade nicht gehören, wenn man sie betrachten kann, ohne sich Gedanken etwa über den Erhalt machen zu müssen, ohne Angst vor Diebstahl, vor Zerstörung haben zu müssen, ohne auch von Gefühlen wie Eitelkeit oder Stolz vereinnahmt zu sein, die gegenüber Besitz kaum vermeidbar sind. Also spätestens so seit Kant, von dem ja dieser Begriff der Interesselosigkeit stammt, galt, nur wer durch Besitz nicht belastet ist, ist überhaupt zu einem ästhetischen Urteil in der Lage, also kann überhaupt in den Modus gelangen, in dem man dann ein Werk frei und umfassend auf sich wirken lassen kann und ihm so dann auch gerecht werden kann. Jetzt kann man ganz klar mutmaßen, dass solche Überzeugungen den Ursprung vielleicht auch in Ressentiments hatten, die ein ja, ökonomisch fragiles Bildungsbürgertum gegenüber wohlhabenden Schichten entwickelt hat, in deren Besitz sich die meiste Kunst befand. Und natürlich kann man auch bezweifeln, ob es jemals gelang, jetzt tatsächlich dieses Ideal der Interesselosigkeit und entsprechend auch die Besitzlosigkeit zur Norm des Umgangs mit Kunst zu erheben. Auf jeden Fall ist auffällig, dass in den letzten Jahrzehnten die langanhaltende Hochkonjunktur des Kunstmarkts ja, zweifellos dazu geführt hat, dass bildende Kunst gerade dann am meisten Aufmerksamkeit erfährt, wenn sie eine Sache des Besitzes ist oder eine Sache des Besitzes wird, also wenn sie einen guten, einen sehr guten, einen sensationellen Preis erzielt. Und genau das ist ja sagen, auf dem globalen Kunstmarkt sehr, sehr oft passiert. Das heißt aber, dass die Preise und diejenigen, die sie zahlen, dadurch heutzutage fest mit den jeweiligen Werken verknüpft sind. Und das ist eben so stark mittlerweile der Fall, dass auch diejenigen, die jetzt Kunst im Museum betrachten, davon nicht mehr abstrahieren können. Also wenn man, auch wenn ein Gemälde von Gerhard Richter im Museum kein Preisschild hat, weiß man so grundsätzlich ungefähr, was ein solches Bild kostet.
betrachte das entsprechend so mit dem Imperativ, irgendwie so, fast auch mit so einer heimlichen Erwartung, jetzt als Gegenwert zu den vielen Millionen müsse da jetzt auch eine besondere künstlerische Qualität entdeckt werden. Das heißt, jetzt ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr, sollen die Tatsache, dass Kunst sehr teuer ist, dass Einzelne sehr viel dafür bezahlen, eigentlich zur Grundlage geworden für ihre Beurteilung. Natürlich mögen einige nach wie vor darauf pochen, dass man Kunst doch bitte unabhängig von Kategorien des Besitzes betrachten möge, weil man sich sonst noch von der Warenrezeption entferne. Aber da wäre mittlerweile, denke ich, eine so hohe Abstraktions- und Verdrängungsleistung verlangt, dass es schon so eine Art von Gewaltanwendung gleichkäme. Und das würde ja eigentlich auch wieder gegen das Ideal interesseloser Kontemplation verstoßen. Und ich glaube, es gibt inzwischen auch nicht wenige, denen sogar was fehlen würde, würden sie jetzt so die Werke an sich betrachten, ohne eben zugleich so den Ort oder die Funktion dieser Werke in den Milieus zu reflektieren, in denen man sie eben auch besitzt. Also insofern kann man auch sagen, an die Stelle der Frage nach der künstlerischen Intention ist immer mehr so die Frage gerückt nach der Intention derer, die sich jetzt für ein bestimmtes Werk entscheiden und viel Geld dafür ausgeben. Und da sind natürlich im Fall sehr teurer Werke sehr reiche Menschen, oft auch mächtige, prominente Menschen. Für die kann Kunst Geldanlage sein, Spekulationsmasse sein, natürlich auch Statussymbol mit hoher Distinktionskraft. Oft ist es auch eine Mischung von all dem. Und ja, interessanterweise ist ja die Distinktionskraft eines Kunstwerks umso größer, also je weniger für Außenstehende nachvollziehbar ist, warum jemand überhaupt so viel Geld dafür ausgegeben hat. Also, dass man Millionenbetrag für einen alten Meister oder für eine Yacht zahlt, das ist irgendwie noch so nachvollziehbar. Aber für ein Werk, das ja schnell gemacht ist, von dem es hunderte von Varianten gibt, das weder selten noch frei vom Verdacht belieben, das vom Verdacht des Belieben ist, ist es schon nicht so klar wie hier für diesen Gerhard Richter, der vor ein paar Jahren bei einer Auktion mehr als 30.000 britische Pfund, also fast 40.000 Euro zum Beispiel gebracht hat. Oder anderes Beispiel noch, ein Werk von Richard Prince, eines seiner Gemälde, wo so erklärt schlechte Witze zum Gegenstand gemacht werden, also wo im Grunde eine Alltagsbanalität ins Erhabene vergrößert wird und plötzlich eben auch mehrere Millionen kostet. Da kann man ja schon sagen, in solchen Fällen verunsichert der hohe Preis, er schüchtert ein, weil man eben glaubt, als Außenstehender irgendwas vielleicht nicht kapiert zu haben, weil man merkt, wie anders auch die Maßstäbe anderer Menschen sind. Das heißt, man fühlt sich erstmal ausgeschlossen. Und umgekehrt haben natürlich diejenigen, die eben diese teure Kunst besitzen, dank deren Distinktionskraft ein Image gewinnen. Sie erscheinen dann einschüchternd, geheimnisvoll, vielleicht auch glamourös, auf jeden Fall auch irgendwie cool. Und daraus entsteht jetzt bei vielen, die eben nicht so reich sind, ganz naheliegenderweise der Wunsch, irgendwie diese Ausgeschlossenheit zu überwinden und selber eben auch irgendwie ein bisschen cool, ein bisschen glamourös, ein bisschen aufregend, einschüchternd zu sein. Also irgendwie würden sie gerne an dieser teuren Kunst teilhaben. Und das umso mehr, je mehr diese Kunst wiedererkennbar, gleichsam gebrandet ist, je mehr sie so konfektioniert ist wie die Produkte einer Marke. Und nun kann man feststellen, dass einige besonders teure KünstlerInnen auch erkannt haben in den letzten Jahren, dass sich aus der Sehnsucht dieser vielen, die sich jetzt keine teuren Unikate leisten können, dass sich daraus ein eigener Markt entwickeln lässt. Und so haben sie mit was begonnen, was man von Luxusmarken her, von einigen Luxusmarken her kennt und was im Marketing mit dem Fachbegriff Markendehnung bezeichnet wird. Also zum Beispiel von einer Marke wie Porsche gibt es längst nicht mehr nur Autos, sondern Porsche-Design mit Lesebrillen, Daunenjacken, vielen, vielen anderen. Es gibt eigene Shops, wo sie diese Dinge kaufen können. Das heißt, für alle, die auch gern ein Porsche hätten, ihn sich aber niemals leisten könnten, oder eben so für alle, die gern Teil der Markenwelt würden, auch für alle, die sich so immer als Fans weit dieser Marke verstehen und Produkte von ihr sammeln, gibt es hier jetzt auch zahlreiche Angebote.
Ja, und dieses Prinzip ist also jetzt auch in der Kunst angekommen und ich glaube, kaum jemand hat diese Strategie als Künstler in den... war ich hier plötzlich stumm? Ich weiß nicht warum, ich habe nichts gemacht. Also jedenfalls, diese Strategie ist jetzt auch in der Kunst angekommen und ich glaube, kaum einer hat sie in den letzten Jahren sagen, so konsequent übernommen wie Damien Hirst. Mit Arthur Criteria hat er sogar eine eigene Shopmarke mit mehreren Filialen gegründet. Und ja, er bietet da Produkte so mit seinen Motiven zu allen Preisklassen an. Also man kann von ihm Sachen zwischen einem Dollar und mehreren Millionen Dollar erwerben. Und ja, dabei übernimmt er eben die bekanntesten Motive von sich, überträgt sie auf alles Mögliche. Im Grunde kaum anders wie vielleicht auch ein Fußballverein, der sein Logo auf alles druckt, was es so gibt. Also hier der Einblick in einen der Läden von Damien Hirst, rechts ein Fußball-Fanshop. Natürlich weckt das und sicher bei einem Künstler noch mehr als bei einem Fußballverein sehr schnell den Verdacht einer bloßen Marketingmaschinerie, kratzt weil so ein bisschen an der Seriosität des Images, wirkt schnell ein bisschen fakehaft, also so als würde jetzt eben Hirst hier die Originale nur in verdünnter, in trivialisierter Form anbieten. Und sicher spielt ja auch noch eine Rolle, dass natürlich dieselben Motive eben nicht mehr dieselbe Distinktionskraft haben, wenn sie nur noch einen Bruchteil kosten. Also so ein Spot-Painting, das jetzt hier fast eine Million Dollar gekostet hat, das Hirst von Angestellten malen liest, dass es in rund 2000 Varianten auf dem Markt gibt. Ja, das wirkt allein eben wegen dieses Preises cool. Das ist eine radikale Geste, aber eben auf einer Tasse für einen zweistelligen Betrag sind dieselben Spots eigentlich nur noch ein nettes Dekor. Also daraus lässt sich noch nicht das, was sollen diese Definition von Fan verlangt, lässt sich noch nicht eine leidenschaftliche Beziehung aufbauen. Also um längerfristig Fans an sich zu binden, um sagen, diese auch als wirklich neuen Typus von Publikum jetzt zusätzlich zu Rezipientinnen oder zu SammlerInnen überhaupt erst zu schaffen, braucht es noch mehr. Und ja, gerade Damien Hirst hat auch das kapiert und hat jetzt begonnen, sein gesamtes Programm umzustellen, beziehungsweise so zu differenzieren, dass er mittlerweile eben Fans etwas explizit anderes anbietet als den Superreichen oder Halbreichen. Und es gibt vor allem für die Fans auch eigene Formen der Teilhabe an Hirst, an seiner Welt. Und hier ist von ganz großer Bedeutung, also der Umschlagplatz für das alles, könnte man sagen, der Instagram-Account von Hirst. Und in seinem Fall kann man sogar sehr genau datieren, wann er begonnen hat, sich sozusagen eigens an seine Follower zu adressieren und zu bemerken, dass Follower eigentlich immer auch schon potenzielle Fans sind, mit denen man Geld verdienen kann. Also bis zum Januar 2018 wirkte der Account von Hirst, der 2014 gestartet wurde, wie so eine Pressestelle eigentlich. Also die Postings waren ganz unpersönlich. Von Hirst war hier mal ein Beispiel eben in der dritten Person die Rede. Ja, es wurde über seine Arbeiten, seine Ausstellungen, über seine Erfolge berichtet. Januar 2018 hat sich das geändert. Seither spricht Damien Hirst selbst zu seinen Followern und gleich das erste Posting im neuen Stil verrät, dass damit so auch ein grundsätzlicher Richtungswechsel verbunden war. Also Sie sehen hier, so wie er seine Hand auf eins seiner Bilder legt, so als klares Zeichen dafür, er will jetzt nicht länger unpersönlich wirken, er will nicht länger nur dieser Inhaber eines großen Betriebs sein, wo so eine serielle Ware ohne Handschrift produziert wird. Und eben auch der Text hier in den Captions mutet ganz persönlich an, versetzt die Follower so ein bisschen in die Rolle von Insidern. Jetzt wird hier was ausgeplaudert. Hirst blickt zurück auf sein erstes Spot-Painting von 1986 und widmet sich hier in diesem Posting, das noch deutlich länger ist, als was man jetzt hier sehen kann, widmet sich der Frage, ob denn seine Kunst vielleicht kalt sein könnte. Der erklärt damals eben als Student in den 80er Jahren, hätte ihn gerade diese Kälte des Minimalismus gereizt. Und deshalb sei er von diesen eher expressionistisch anmutenden Spot-Paintings, wie man hier eines sieht, sondern zu den Spot-Paintings im strengen Raster gewechselt, wie ich ihn vorher eins gezeigt habe. Also auch mit so einer Faktur, die ganz absichtlich maschinell wirken soll.
Und jetzt schreibt er hier weiter, jetzt sei er älter geworden, jetzt interessiere er sich wieder mehr für eine Kunst, die more emotional sei. Und er kündigt jetzt hier so einen Schwenk an. Und dazu passend hat er dann fortan immer wieder Fotos gepostet, die ihn im Atelier zeigen. Also beim Malen, farbverschmiert, alleine. Also jetzt nicht eben der Chef, der Manager eines Unternehmens, einer Marke. Sozusagen das gute alte Malerschwein kriegen wir hier von Hirst präsentiert. Dann letztes Frühjahr, während des ersten Lockdown, hat er seine Follower damit erfreut, dass er per Video 100 ihrer Fragen beantwortet hat. Sehr freundlich, sehr offen, sehr verbindlich im Ton. Also auch ein richtiger Imagewechsel. Davor war Hirst immer so der ruppige, demonstrativ arrogante, fast schon ein bisschen asoziale Typ. Davon eigentlich nicht mehr viel übrig. Und ebenfalls letztes Frühjahr hat er dann so eigens entworfene Regenbögen und Herzen zum Download angeboten, damit Follower Varianten davon basteln, ihre Fenster hängen sollten, um sich so beim Pflegepersonal des National Health Service zu bedanken, der natürlich Corona-bedingt sehr überlastet war. Also das waren so großzügige Gesten, könnte man sagen, mit denen Hirst ganz gezielt zugänglich, sozial erscheinen wollte. Das hat ihm sicher auch viele Sympathien eingebracht. Sicher sind aus einigen Followern da nochmal Fans geworden und sorgen jetzt diese auch finanzielle Einsatzbereitschaft, sorgen das Ausmaß des Fantums, hat Hirst jetzt das erste Mal dieses Jahr Ende Februar in großem Stil getestet. Also seit 2 Jahren malt er schon sehr viele Gemälde mit Kirschblütenmotiven. In ihrer Serialität erinnern die auch wieder durchaus an die Spot-Paintings. Aber jetzt kann er so in diesen expressionistischen Exzessen frönen und das umsetzen, was er so in diesem Posting im Januar 2018 angekündigt hatte. Und von 8 dieser Bilder hat er jetzt 6 Tage lang da Ende Februar hochauflösende Fotodrucke offeriert, zum Kauf offeriert. Jeder dieser Drucke ist handsigniert. Pro Motiv gibt es so viele Exemplare, wie nachgefragt wurden in den 6 Tagen. Das Stück für $3.000 oder den äquivalenten Preis in einer der Kryptowährungen, Bitcoin oder Ether. Und 16 Drucke hat Hirst dann auch noch umsonst vergeben an Follower, die besonders gut begründen konnten, warum sie Kirschblüten so toll finden. Deren Kommentare hat er dann auch wieder eigens gepostet, eigens verlinkt. Also damit eigentlich genau das geboten, was Fans sich eben am meisten wünschen, nämlich Aufmerksamkeit so durch das Idol, unmittelbare Tuchfühlung mit dessen Welt, auch natürlich die Chance jetzt hier von anderen Fans wahrgenommen und ein bisschen vielleicht auch beneidet zu werden um das Posting und um das Geschenk des Druckes. In den Kommentaren werden die Kirschblüten Kälte und Winter entgegengesetzt oder man sieht sie jetzt als Signal fürs Ende vom Lockdown, hier links zum Beispiel, für ein wieder feierfreudiges Leben. It's nature bringing its own confetti to the party, wie hier eine Userin schreibt. Ja, und nach Beendigung dieser Aktion hat Hirst stolz das Ergebnis gepostet. Er hat selber geschrieben, garniert von Emojis hier, wie verrückt hätten sich die verkauft. In Klammern gesprochen, in 67 Länder sind diese Drucke gegangen. Ja, und zählt man jetzt mal zusammen, dann kommt man drauf, dass Hirst mit dieser Aktion mehr als $22 Millionen eingenommen hat. Der Drucker bekommt dafür natürlich was ab, aber kein Galerist, kein Auktionshaus, niemand sonst verdient jetzt hier noch dran. Der größte Teil verbleibt hier wirklich beim Künstler. Also wir können feststellen, Hirst hat jetzt hier nicht nur eine erfolgreiche Markendehnung betrieben, die erst möglich wurde, weil er natürlich schon seit mehr als 2 Jahrzehnten zu den global erfolgreichsten, bekanntesten Künstlern zählt. Nein, er hat auch ganz spezifisch die Möglichkeiten genutzt, die die sozialen Medien ihm bieten. Also ohne Instagram wäre es sicher viel schwerer gewesen, überhaupt InteressentInnen jenseits des angestammten Kunstpublikums zu erreichen und sowas wie Fans erstmal so nach und nach eben über 2, 3 Jahre heranzubilden.
Und da so eine Plattform wie Instagram ein Follower-Modell etabliert hat, hilft Prominenten generell, eine engere Verbindung zu Menschen aufzubauen, die sich für sie interessieren. Also auf einmal gibt es eben auch in Bereichen damit, in denen bisher sowas wie eine Fankultur nicht oder nur schwach existierte, auf der Grundlage von Followern die Möglichkeit dazu. Aber ich würde eben sagen, dass für kaum einen anderen Bereich sich dadurch so viel ändern dürfte wie für die bildende Kunst. Also, dass Kunst eben anders als in der gesamten Moderne jetzt mit Besitz zunehmend assoziiert wird, das ergab sich ja, wie ich ausgeführt habe, schon so aus dieser jahrzehntelangen Hochkonjunktur des Kunstmarkts, aber dass sich jetzt eben wirklich auch sowas wie emotionale Beziehungen zu Werken und KünstlerInnen etablieren, dass neben materiellem Besitz auch Partizipation, Zugehörigkeit Faktoren werden, also dass eben generell Praktiken, die bisher nur in der Popkultur üblich waren, jetzt auch in einer Bastion der Hochkultur Einzug halten, das, denke ich, zeugt wirklich von einem gewaltigen Umbruch. Und so war es ja für das westlich moderne Verständnis von Kunst immer auch zentral, dass diese jetzt unabhängig eben von Bedürfnissen, von Wünschen eines Publikums entsteht, also gerade auch daraus ihre Autorität bezieht, dass sie eben möglichst autonom, dass sie sogar rücksichtslos ist. Und Artefakte der Fankultur hingegen sind ganz klar Nachfrage bestimmt. Und das sieht man ja hier an diesem Beispiel von Hörst auch exemplarisch gut. Also schon die Zahl der Drucke hat er eben nicht von vornherein limitiert, sondern die Auflagenhöhe sollte sich allein nach der Nachfrage richten. Aber auch sonst bedient er sozusagen viele Erwartungen unter seinen Followern oder Fans. Also eben er akzeptiert Kryptowährungen, er kommuniziert mit Emojis. Überhaupt schon dieses Motiv der Kirschblüten, also das alles zeugt davon, dass er jetzt hier ja, junge, internetaffine Zielgruppen, gerade auch aus asiatischen Ländern wie Japan und Korea im Blick hat. Dort ist bekanntlich das Motiv der Kirschblüte besonders populär. Also die Kirschblüte im Frühjahr sorgt immer für Volksfeststimmungen. Die Netzwerke werden dann geflutet mit Bildern von Kirschblüten. Und Horst hat seine Fanaktion hier tatsächlich sehr genau geplant, nämlich so, dass dann die Drucke genau zur Zeit der Kirschblüte in Asien auch ankamen. Also die Leute, die das zugeschickt bekommen haben, hier mal ein beliebiger Account, ein Screenshot davon, haben sollen gerade noch selber die Kirschblüte fotografiert und dann kam sollen der Horst mit der Post an. Und ja, das erlaubt es natürlich vielleicht nochmal besser, auch hier so eine emotionale Beziehung zu den Postern herzustellen. Das Hörst jetzt gerade auch Follower und Fans aus asiatischen Ländern ansprechen wollte mit dieser Aktion, das lässt auch noch die Titelgebung seiner Drucke vermuten. Darauf bin ich bisher noch gar nicht eingegangen. Gehen wir also nochmal zu diesem Posting zurück. Er bezieht sich hier mit dieser Serie auf Bushido, also so eine aus dem alten japanischen Adel stammende Ethik, die dann im späten 19. Jahrhundert verschriftlicht, auch im Westen bekannt wurde. Und ja, Tugenden wie Tapferkeit, Treue, Höflichkeit umfasst. Und jeder dieser 8 Drucke ist jetzt also nach einer dieser Bushido-Tugenden benannt von Hearst. Also das heißt, wenn man so einen Druck jetzt erworben hat, dann identifiziert man sich jetzt hier nicht nur mit dem Künstler oder mit dem Motiv, sondern legt im Grunde auch ein Bekenntnis, eine Art von, könnte man sagen, Selbstverpflichtung gegenüber einer Tugend ab, was natürlich dann wieder zu umso mehr Besitzstolz führt. Halt auch nochmal auf so einer anderen, ideelleren Ebene Zugehörigkeitsgefühl vermittelt. Übrigens hat sich dann Höflichkeit am besten verkauft mit deutlichem Abstand und Ehre am schlechtesten. Aber jetzt natürlich auch über Asien hinaus bietet Hörst mit diesen Kirschblüten-Tugendbildern so ein bisschen dann ja philosophischen Tiefsinn. Also das, was sich jetzt halt auch nicht nur Fans wünschen, sondern auch andere Menschen, die jetzt so einen Druck kaufen und fortan in ihren 4 Wänden haben. Immerhin 3.000 Dollar ist ja für viele, die jetzt nicht explizit KunstsammlerInnen sind, doch auch eine erhebliche Summe. Das heißt, sie wollen auch irgendwie so Mehrwert spüren und deshalb muss es dann noch so eine ideelle Unterfütterung geben, wie Hörst sie hier gegeben hat. Ja, jetzt ist es wirklich schön, wenn man ein bisschen guckt, wo sind diese Drucke alle gelandet.
Also ganz viele Leute haben natürlich sofort gepostet, als ihr Hörst sie erreichte, haben Fotos vom Auspacken gemacht, natürlich auch Unboxing-Videos gibt es eine Reihe online. Und so in der Synopsis wird ganz schön deutlich, ja, welche unterschiedliche Funktionen die Drucke erfüllen. Also in manchen Fällen ist das jetzt einfach ein Sofabild. Und man könnte schnell wohl, also kann ziemlich sicher sagen, früher hätten jetzt dieselben Leute für 3000 Dollar eben lieber das Bild halt einer lokalen Künstlerin, eines lokalen Künstlers ausgegeben. Woran man schon sieht, dass jetzt so eine Strategie wie die von Damien Hirst auch ja, nicht unproblematische Folgen hat für so den traditionellen Kunstmarkt. Also er, der eh schon so groß ist, kann so seine Marktanteile noch mal weiter erhöhen, jetzt auch auf Kosten explizit der kleineren. Andere geben dann so ihrer Freude Ausdruck, dass sie jetzt auch ein Hirst besitzen. Also never thought that I would own a genuine signed Damien Hirst. Ganz glücklich hier und dann noch Thanks for the opportunity. Also das sind Leute, die begeistern sich jetzt hier vor allem an diesem Markenartikel, den sie haben können. Dann gibt es zum Teil auch richtig dramatische Geschichten, die man Einblick bekommt. Also hier zum Beispiel, das ist von einer Familie, wo die Frau schwer an Krebs erkrankt ist und die sich jetzt diesen Druck gekauft haben, in der Hoffnung, a little light and joy to lift the spirits, also als Trost. Objekt jetzt fungiert das hier, bei wieder anderen ja, wird es dann quasi so emotional auf die Stufe von einem Haustier gebracht. Auch hier gibt es also eigenes Genre Hörstdruck mit Haustier. Hier mal nur zwei Beispiele. Also Seelentröster, Talisman, cooles Markenobjekt, das sind so alles dann Eigenschaften, auf die man hier schnell stößt. Und das sind natürlich auch alles Eigenschaften, ja, die sonst Fanobjekte haben. Also egal, ob es jetzt ein Schal eines Fußballvereins ist oder die Autogrammkarte eines verehrten Stars. Und dass es aber jetzt für solche Objekte wie die Drucke von Hirst auch wirklich eigene Fanszenen gibt, das wird wiederum bei vielen anderen Accounts deutlich. Auch hier erstmal nur ein Screenshot von einem dieser Accounts, also, wo man sieht, fast jedes Foto zeigt andere Teile, meistens Neuerwerbungen einer größeren Sammlung. Und ja, wenn man sich schon ein bisschen beschäftigt hat, findet man schnell auch andere Bekannte. Also du hast jetzt hier oben in der Mitte, aber auf drei, vier anderen Fotos, also zum Beispiel in der zweiten Reihe links oder in der dritten Reihe in der Mitte oder auch in der ersten Reihe rechts, direkt rechts von dem Hirst, sind zum Beispiel jetzt hier Figuren von Kors, der wohl mehr als fast irgendjemand sonst im Bereich bildender Kunst Fans auf der ganzen Welt hat. Hier nur mal ein paar Beispiele von unendlich vielen. Kors war ursprünglich der Tag eines Graffiti-Sprayers, kommt aus den USA, hat da in den 90er Jahren sich in diesem Feld einen Namen gemacht und dann aber nach und nach eben umgeschwenkt und immer mehr sorgen auch Figuren, sogenannte Art Toys produziert. Besonders bekannt wurde diese Figur des Companion, des Begleiters ab 1999, also hier zum Beispiel oben links bei diesen Angeboten eine von vielen Varianten oder hier natürlich auch jetzt unten zum Beispiel in der Mitte der Sitzende mit den Händen vorm Gesicht, das ist auch so ein Companion. Also ein Companion zeichnet aus, hat große Füße, ausladende, knochenförmige Ohren, bisschen so eine Paraphrase von Mickey Mouse, aber eben eher so ein ernsthaft introvertiertes Gegenstück dazu. Also kein grinsender, aufgerissener Mund, keine großen Augen, sondern an der Stelle der Augen eigentlich nur zwei Kreuze in X-Form. Und oft nehmen die Figuren, auch das sieht man schon hier in diesen wenigen Beispielen, eher so eine bisschen gebückte, schlaffe Haltung ein, halten sich so die Hände vor den Kopf. Also diese Figuren sollen eigentlich Platz lassen, gerade für die Momente, in denen Menschen sich ja, klein fühlen, schwach fühlen, erschöpft fühlen. Sie sind tatsächlich, könnte man sagen, das Gegenstück zur Coolness der super teuren Kunst, aber selber auch natürlich Teil einer global erfolgreichen Marke, also von etwas Großem. Bisschen schief der Vergleich, aber so ein bisschen hilft er vielleicht doch. Also gibt ja viele Fußballfans, die gerade auch Vereine lieben, die öfter mal verlieren.
weil ihnen das dann auch erlaubt, ja, so eigene Misserfolge zu verarbeiten, zu überhöhen. Und so könnte man sagen, auch Kors verleiht so Niederlagenerfahrungen eine Form, verwandelt sie dann für seine Fans doch noch irgendwie in Erfolge. Und insofern wird dieser Companion eben wirklich zum Begleiter, wirklich zu einem Seelentröster. Und man kann eine leidenschaftliche Beziehung zu ihm entwickeln, aber vielleicht auch eher zur Figur als jetzt zu Kors als dem Urheber dieser Figur. Interessant ist vielleicht auch bei Kors noch, seine Karriere verlief eigentlich genau umgekehrt wie die von Hurst. Also Kors hatte eben zuerst Fans, lange vor Hurst, und ist danach erst, und weil er Fans hatte, dann auch inzwischen zu einer Größe auf dem Kunstmarkt geworden. Also einzelne Werke von ihm verkaufen sich eben auch schon zu ein- oder gar zweistelligen Millionenbeträgen mittlerweile bei großen Auktionen. Was natürlich zeigt, wie sehr Fans bereits auch so das Geschehen etablierter Institutionen des Kunstbetriebs mitbestimmen. Ich denke, zunehmend auch wird das Ausstellungsprogramm in Museen betreffen, weil vielleicht schon bald Museen nur noch so die gewünschten Besucherzahlen erreichen, dass sie sich sagen, auch noch um die Fans kümmern und nicht nur um das klassische Publikum. Ja, so diese vielen Fan-Accounts auf Plattformen wie Instagram zeigen nur selten Sammlungen, die jetzt einem einzigen Künstler gewidmet sind. Also vielmehr bestehen sie eben aus Produkten einer mehr oder weniger großen, auch je nach Sammlung, auch unterschiedlichen Auswahl angesagter Labels, angesagter Figuren. Hier nochmal ein Beispiel, nochmal in einem anderen Kontext, in dem jetzt hier der Hurst gelandet ist. Hier jetzt etwa in der Umgebung von Figuren von Yoshitomo Nara, einer der bekanntesten japanischen Künstler. Bei dem wiederum interessant, seine Karriere ist eigentlich von Anfang an zweigleisig verlaufen. Also er hat sowohl im herkömmlichen Kunstbetrieb eine Rolle gespielt, als er auch stark auf Fans und entsprechend auf Fanprodukte gesetzt hat. Beides so parallel. Wenn wir da nur ganz kurz einen Blick drauf werfen, also hier bei seinen Figuren, auch bei vielen anderen Figuren, kommen jetzt eher so Elemente des Niedlichen zum Einsatz. Kawaii, das japanische Wort dafür, große Kulleraugen, kleiner Mund, also ein Mund, wo man nur so leise, hohe Töne sich vorstellen kann, die da rauskommen, nichts Lautes, Aggressives, Schreiendes. Und ja, wenn man jetzt so eine Reihe von Accounts eben weiter durchgeht, dann stellt man sich auch immer sehr schnell fest, was so die jeweiligen Trends sind, die jeweiligen Must-Haves sind. Viele Dinge wiederholen sich sehr häufig. Also jetzt in diesem Frühjahr sind es eben diese Kirschblütendrucke von Hurst oder sind diese Drumming Girls von Nara. Aber es sind auch noch andere Objekte mit so einer Kawaii-Ästhetik, zum Beispiel so wie hier oder auch, vielleicht erinnern Sie sich noch, beim Screenshot davor war es auch zu sehen. Das hier gerade sehr beliebt, Pot, Pop, Top, ein Blumentopf des ja spanischen Künstlers Javier Calleja, entstanden in Kooperation mit dem belgischen Designproduzenten K-Studio. Da wird nur ein Wort kurz auch dazu. Solche Produktionsfirmen sind für diese ganze Szene sehr wichtig. Man könnte sagen, sie sind ein bisschen vergleichbar in ihrer Rolle mit Verlagen im Buchbetrieb. Also diese Firmen, wie jetzt hier K-Studio, setzen so Ideen von KünstlerInnen um, entwickeln sie auch gemeinsam mit ihnen, oft als limitierte Produkte, übernehmen dann sowohl die Herstellung als auch den Vertrieb. Und K-Studio gehört so zu den wichtigen Akteuren der Fanart, also sind auch programmatisch so drum bemüht, so die herkömmlichen Grenzen zwischen Kunst und anderem, die Grenzen zwischen High and Low, die Grenzen zwischen frei und angewandt, und damit eben zentrale Merkmale so des westlich modernen Kunstbegriffs aufzulösen. Also ein paar Sätze nur aus dem Mission Statement auf der Website von Ihnen. Because we are triggered by the changing boundaries of the art world, different forms and places of creative expression and the abolishment of predefined rules, we do not limit ourselves to a certain style or visual language. With our projects, we strive to push new boundaries of art a bit further and grab the art of today and share it through the limited series.
Also ich glaube, da muss man gar nicht viel noch dazu sagen. Das ist ziemlich selbsterklärend hier das Programm. Case Study hat in diesem Frühjahr noch einen weiteren Hit gelandet, also neben dieser Vase von Kalea, nämlich hier diesen Blumentopf von Kalea, hier eine Vase, die Blumenvase Little Cloud, des Labels Friends With You, Label, was aus zwei Künstlern besteht, die sich Sam und Terry nennen. Der eine kommt eigentlich aus Florida, der andere aus Kuba, arbeiten schon seit rund 20 Jahren zusammen. Auch hier das Label ziemlich selbsterklärend schon vom Namen her. Also eine freundlich offene Grundeinstellung wird hier proklamiert. Es soll dann durch die Objekte verkörpert, weitergegeben, verstärkt werden. Ja, und wie viele andere Labels oder Produzenten auf dem Bereich dieser Fanart, bietet jetzt auch Friends With You dieselben Motive, sagen immer wieder in anderen Medien, in anderen Ausführungen an, um eben ja einen größeren Wirkraum zu ermöglichen, um sagen auch Fans verschiedenen Typs, verschiedener ökonomischer Potenz zu erreichen. Vor allem aber auch, um sagen diese alte Unterscheidung zwischen Original und Reproduktion eigentlich hier zu Erosion zu bringen. Also jedes dieser Objekte ist dann irgendwie, könnte man bisschen wieder alteuropäisch sagen, gleichermaßen sondern die Verkörperung eines Diseño, sondern einer gestalterischen Idee, eines Markenzeichens, aber das wird eben immer wieder neu umgesetzt, neu variiert, neu verkörpert, manchmal limitiert, manchmal unlimitiert, manchmal als Unikat. Also nur um das mal so ganz kurz als Beispiel zu zeigen, jetzt diese Little Cloud gibt es also zum Beispiel als bemalte Bronzeskulptur hier oben links, das wird demnächst bei der Art Basel in Hongkong zum Verkauf angeboten. Dann unten links als Puzzle. Puzzle sind sehr beliebt bei Fans, denn da kann man weniger Geld, aber dafür umso mehr Zeit aufwenden und sich sagen, so als Fan zu erkennen geben oder beweisen. Dann haben wir eine Handtasche in Kooperation mit Guess. Dann haben wir hier Ausschnitte aus einem Gemälde von Sam und Terry. Also die gehen dann wieder den umgekehrten Weg. Also dass sie erst was so als Produkt lancieren, danach dann Gemälde machen, die man dann natürlich als Unikate sehr teuer verkaufen kann. Und künftig gibt es Little Cloud dann auch noch als so ein digitales Eigentum, nämlich als NFT. Das heißt, in so einem Fall ist jetzt auch Case Studio nur so ein Akteur neben vielen anderen innerhalb so einer Media-Mix-Strategie. Gehen wir dann nochmal zurück, wie das annonciert ist hier bei denen auf der Website. Also hier wird Happiness Connectivity versprochen. Das sind natürlich auch wieder so die ganz naheliegenden Qualitäten, die man mit Fanprodukten assoziiert. Um sagen, die BesitzerInnen ein bisschen aufzubauen, mit Stolz zu erfüllen, untereinander verbunden sein zu lassen. Das ist ja alles so die Verheißung dabei, dass wenn man das kauft, ist man sagen, auch Teil einer Community. Die Gründer von Friends With You drücken das Ganze dann noch ein bisschen pathetischer und vollmundiger aus. Das ist hier der zweite Absatz bei dieser Produktannoncierung. Also hier ist jetzt nicht ganz vor, aber so ein paar Schlüsselbegriffe. Also sie sprechen davon, dass sie jetzt hier diesem Produkt eine Seele, Soul mitgegeben haben, dass es eine spirituelle Essenz enthalte. Sie bekennen sich sogar ausdrücklich zum Animismus als Schlüsselthema ihrer Arbeit. Animism is a key theme in our work. Und versprechen dann, ja, dass Freude und Liebe auf alle übergehen, die jetzt eines dieser Objekte erwerben. Also diese Objekte seien enhanced with joy and love, which will then be passed on to its owner and friend. Das ist eigentlich nochmal ganz interessant, dass man sieht, sollen diese Wirkqualitäten, diese positiven des Objekts, werden hier ausdrücklich nochmal an Besitz auch geknüpft. Also nicht jede Person, die diese Vase rezipiert, sondern nur diejenigen, die sie besitzen und sondern deren Freunde, also Menschen, die ihnen ihrerseits wieder angehören, durch ein Näheverhältnis gekennzeichnet sind, nur die kommen sorgen in den Genuss dieser positiven Qualitäten. Das sind eben so Versprechungen, die kennt man aus der gesamten Konsumkultur ganz selbstverständlich. Aber jetzt, ich denke, für ein im Westen sozialisiertes Kunstpublikum klingt das doch immer noch recht befremdlich. Klingt vielleicht natürlich auch im Wording hier ein bisschen esoterisch, hört auch ein bisschen kitschig, übersteigert, je nachdem,
Aber natürlich ist auch nicht das herkömmliche Kunstpublikum hier adressiert mit einem solchen Text, sondern es geht hier um die Angehörigen einer Fankultur, die man damit ansprechen will. Und wenn man dann eben ein bisschen genauer schaut, wieder auf den Accounts, wie solche Objekte wie Little Cloud dann auf den Accounts dieser Fans inszeniert werden, ja, dann ahnt man recht schnell, dass sie eben tatsächlich viel mehr als Nippes sind, dass mit ihnen, ja, klar, schon Hoffnungen auf eine heilende, läuternde, zumindest so atmosphärisch harmonisierende Kraft verbunden sind. Hier mal nur ein paar Beispiele von einem Account eines Fans aus Korea, aus Seoul. Also da wird jetzt noch auf dem Bild links die Vase mit ja, Weinflasche, mit Essen kombiniert. Vielleicht dann wirklich so als Talisman für eine Beziehung, für eine Freundschaft gesehen. Interessant finde ich auch so rechts dieses Arrangement der Vase zusammen mit einer Postkarte von Warhols Kau. Und aus den Hashtags geht hervor, dass diese Warhol-Motiv jetzt hier noch kulturell so angeeignet ist, sodass es auf einmal jetzt hier ein Stück chinesische Astrologie repräsentieren soll. Und jetzt steht dieses Warhol-Motiv für das Jahr des Ochsen, das wir jetzt gerade 2021 haben. Also, das sind alles so Indizien, die zeigen, dass das jetzt hier nicht nur ein triviales, beiläufiges Arrangement ist und dass Fans tatsächlich Hoffnungen, Erwartungen mit diesen Objekten verbinden. Und jetzt gerade in Japan, wo so eine auf Figuren, Kiara wäre das japanische Wort dafür, konzentrierte Fankultur, Otaku-Kultur, schon eigentlich ja vor Jahrzehnten aus Mangas, also aus Animes heraus entstanden ist. Also gerade in Japan gibt es eine Reihe von Studien, wissenschaftlichen Forschungen, die belegen, wie stark eben mit diesen Figuren tatsächlich auch so religionsähnliche Sehnsüchte nach Heil, Heilung, Trost, Spiritualität verbunden sind. Es gibt eine ausgezeichnete Doktorarbeit des Medienwissenschaftlers Lukas Wilde, 2018 erschienen, wo viele dieser ja, so wissenschaftlichen Forschungen zusammengefasst, typologisiert werden, erörtert werden. So alles aus dieser Figuren-Supermacht Japan, wie sich einige japanische Theoretiker selber nennen. Hier nur mal so ein ganz kurzes bilanzierendes Zitat aus dieser Arbeit. Als Hauptmotivation, sich Kiara-Produkte, also diese Figuren, diese Fan-Objekte zuzulegen, wird von der Konsumentinnenschaft der Begriff Ihashi genannt. Ein religiöses Konzept, das in Zusammenhang mit New Age-Populärreligionen steht und häufig mit Heilung übersetzt wird. Die Japanologin Lisette Gebhardt beschreibt Ihashi als das Bedürfnis, sich von den negativen Folgen einer Gesellschaft zu kurieren, die das Leistungsprinzip an die erste Stelle gesetzt hat und damit diejenigen ausgrenzt, die dem schnellen Tempo nicht folgen können. Ja, damit aber dann sorgen diese Heilungsfunktion sich erfüllt, müssen die Figuren, das legt Wilde im Weiteren dar, eine affektive Rezeptionshaltung erlauben. Also sie müssen schon so gestaltet sein, dass man sie eben auch irgendwie verehren, dass man sie liebhaben kann. Also nur wer sorgen starke Gefühle wie ein Fan oder als Fan entwickelt, kann auch erwarten, überhaupt so eine gewisse Heilswirkung zu erfahren. Auf den meisten dieser Accounts werden dann die Objekte auch nicht nur irgendwie inszeniert, sondern sie werden auch akkurat verlinkt, wie ich Ihnen hier beispielhaft zeige. Also werden als Konsumgüter, werden als Markenartikel kenntlich gemacht. Ja, man adressiert sich damit auch nochmal explizit an Follower, an andere Fans und wird damit eigentlich zugleich auch wieder zum Influencer für die anderen, also für die eigenen Follower oder für Fans, die da auch vorbeischauen. Das natürlich lässt dann eine Marke nochmal größer werden, lässt es vielleicht nochmal attraktiver erscheinen, auch Fan dieser Marke zu werden. Also das heißt, wir haben hier nochmal eine Fortsetzung
dieses Transformationsprozess, also erst werden vielleicht aus Followern Fans, gerade auf dem Account von KünstlerInnen, und dann werden aus den Fans wiederum Influencer auf deren Accounts, indem sie eben, womit sie eben dann auch nochmal weitere Fans erschaffen. Und das kann dann zum Teil sehr schnell gehen. Also manche sagen, KünstlerInnen-Karriere gelingt da jetzt innerhalb von wenigen Wochen. So wie man das als Künstlerin früher so eine gute Galerie gebraucht hat, ein paar wichtige SammlerInnen, ein paar wichtige KuratorInnen, um Karriere zu starten, braucht man sagen, heute für diesen Bereich der an Fans adressierten Objekte ein paar gute Influencer und vielleicht dann so eine Produktionsfirma wie Case Studio. Und was wir auch sehen nochmal an diesem Fall ist, dass die sozialen Medien jetzt eben nicht nur der Ort sind, wo sagen Fans über Follower heraus überhaupt erst entstehen, sondern soziale Medien sind auch der Ort, sagen, an dem diese Fanobjekte dann alle sichtbar werden, wo sagen Fans dann ihre Sammlungen, ihre emotionalen Beziehungen, ihr Engagement ausleben, dadurch wieder untereinander in Kontakt kommen und überhaupt erst eben ja, sich vernetzen und Communities bilden. Also die Fanobjekte sind nicht nur Gegenstände des Begehrens, dass man sagen nur im stillen Kämmerlein dann auslebt, sondern das Fansein erfüllt sich gerade ja auch darin, dass man diese Objekte jetzt hier nochmal eigens inszeniert, dass man andere vielleicht auch damit nochmal affiziert. Und das ist geradezu immer so eine Art von Challenge, also gerade wenn auch so eine Neuerscheinung kommt, irgendein Trendprodukt überall wieder auftaucht, dass man sagen, eben dieselben Stücke, die andere auch haben, vielleicht nochmal irgendwie interessanter, überraschender, affizierender in Szene setzt. Hier nur nochmal so ein paar Beispiele, wie jetzt Little Cloud auf verschiedenen Fan-Accounts auftaucht. Also jetzt hier links, vielleicht eher im Kontext feminin interpretierter Eigenschaften, jetzt wirklich eher die weiche, sanfte, liebe, niedliche Wolke. Aber wenn Sie das so unten in der Mitte anschauen, da geht es jetzt viel mehr vielleicht um so eine Schutzwirkung, die erhofft wird. Also jetzt wird man sich weit die Breite der Figur wie so eine Abriegelung. Und sagen, die Niedlichkeit lässt sagen, den Gegner dahin schmelzen, sagen Niedlichkeit ja auch als eine Waffe, während die anderen Figuren zum Teil sagen, eher durch Trutzigkeit dann sich dem Gegner stellen. In manchen Fällen wird jetzt Little Cloud eher anthropomorphisiert, in anderen Fällen wird es eben eher in Nähe von Tieren, von Monstern, von nicht menschenhaften Figuren gebracht. Aber dass sagen, so unterschiedliche Inszenierungen überhaupt möglich sind, dass sie vielleicht sogar notwendig sind, um die Figuren überhaupt erst mit Leben, mit Bedeutung zu füllen, das wiederum ist Folge einer ganz wichtigen Eigenschaft, die sie eigentlich alle teilen. Auch die bis zu uns hier hergedrungen ganz berühmten wie Hello Kitty oder Pokémon oder Tamagotchi, aber erst Zehntausende jetzt hier im Westen weniger bekannte. Nämlich all diese Figuren sind eigentlich ohne Geschichte oder ohne erstmal andere Art von lebensweltlicher Verankerung angelegt, sind auch weder ideologisch besetzt oder durch bestimmte Narrative besetzt. Hier das nochmal ganz knapp auch in den Worten von Lukas Wilde zusammengefasst. Chiara sind in keinen bestimmten und als kohärent angenommenen Werkwelten, keinen Storyworlds situiert, sondern fungieren als Requisiten der Imagination, privater Spielwelten, als metanarrative Knotenpunkte. Und da sehen wir jetzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, was für eine wichtige Rolle eigentlich den Fans hier zukommt, weil sie eigentlich erst durch die Kontexte, in die sie die Figuren jeweils integrieren, diesen Figuren auch jeweils erst eine Bedeutung geben, also eine Geschichte geben, eine emotionale Prägung geben. Das heißt, fast alles, was diese Figuren dann letztlich auszeichnet, was sie berühmt macht, verdankt sich vielfältigen Spielarten im weitesten Sinn von Fanfiction, könnte man auch sagen. Und natürlich liegt es dann auch nahe, dass man sagen, Figuren wieder mit anderen Figuren kombiniert und sagen, diese Figuren wechselseitig konkretisiert. Eben das ist halt auch ein wesentlicher Grund dafür, warum die meisten unterschiedliche Figuren und nicht nur die einer einzelnen Künstlerin eines einzelnen Künstlers sammeln. Und natürlich am meisten Autorität, am meisten Geltung besitzt denn das, was so auf möglichst ja, viele Weisen von möglichst
vielen unterschiedlichen Fans, ja, sagen, postproduziert hier wird. Und damit ist natürlich wiederum umgekehrt den Fans eigentlich die stärkste Form von Partizipation eingeräumt oder zugesichert. Also sie können wirklich mitwirken an der Genese, an der Ausgestaltung einer Figur, eines Labels. Das lässt sich nicht umso dauerhafter, vielleicht auch umso leidenschaftlicher Fans sein. Aber eben dann tatsächlich auch eher Fans dieser Figuren als Fans der Urheber dieser Figuren, weil die haben ja eigentlich auch nur eine weitgehend leere Form geliefert. Und ich finde insofern auch diesen Begriff, ich habe ihn vorhin mal kurz angesprochen, als ich über Kors sprach, diesen Begriff Art-Toy eigentlich sehr treffend. Also diese Figuren sind ja wirklich Spielzeuge, also sie bieten Motive, sie bieten Formen, die jetzt dann immer wieder anders zu kombinieren, mit anderem zu verbinden, den einzelnen SpielerInnen jetzt hier überlassen bleibt. Ja, und damit ist eigentlich auch zugleich, denke ich, so der Unterschied sorgen zum Artwork, zum Kunstwerk deutlich. Also so nach westlich-modernem Verständnis hat ja so ein Kunstwerk zwar vielleicht auch keine bestimmte Bedeutung, verweigert vielleicht auch explizit erzählerische Momente, weil das als zu gefällig empfunden würde, aber dann wird das ja letztlich doch als eine ja, Qualität des vieldeutigen, komplexen, dichten Werkes angesehen, wenn jetzt von Rezipientinnen, von Interpretinnen eine bestimmte Bedeutung diesem Werk attestiert wird. Also wenn es irgendwie ja, eben gedeutet wird. Und also es dann wird nicht als Postproduktion sagen, angesehen von Fans, sondern als letztlich immer noch die Qualität, die schon im Werk steckt, die sagen, erst herausgebracht werden muss durch angemessenes Rezeptionsverhalten. Also dieser Unterschied, auch ob man von Kunstwerk spricht oder von Art-Toy spricht, ich glaube, der macht auch nochmal sehr klar insgesamt diesen Unterschied zwischen RezipientInnen und Fans. Also eben RezipientInnen sollen sich, wie ich anfangs sagte, möglichst interesselos auf das Werk einlassen, sollen es sprechen lassen, sind dazu da, dass es seinen verborgenen Sinn entfalten kann. Und ja, dann eben wirkt es auch am stärksten, bietet am meisten, offenbart sozusagen seine Größe, seine Fülle, lässt sich verehren. Während eben Fans umgekehrt sagen, durch Konsum erstmal ein Besitzverhältnis eingehen. Dieses Besitzverhältnis berechtigt sie dazu, mit dem Toy zu spielen und sich dann sagen, durch Bedeutungszuschreibungen selber einzubringen und so sagen, eine emotionale Beziehung weiter auszubauen und immer wieder neu zu aktualisieren auch. Ja, und nun scheint mir durchaus fraglich zu sein, sagen, ob und wo und wie noch sagen, dieses alteuropäisch-westliche Konzept des Kunstwerks künftig Bestand haben wird. Also wenn eben, so wie wir jetzt beobachten können, sagen, der globalisierte Kunstmarkt einerseits, die globalisierten Netzplattformen andererseits sollen gemeinsam dazu führen, dass, ja, dass eben der ganze westliche Kunstbegriff der Moderne mit seinen Idealen der autonomen Kunst, mit seinem Ideal der interesselosen Rezeption, ja, doch ganz schön hier in die Defensive gerät oder ins Hintertreffen gerät. Und deshalb kann man vielleicht schon drüber spekulieren, ob es zumindest denkbar ist, selbst hier im Westen, dass Fans schon bald nicht nur irgendeine, sondern eine sehr relevante Größe im Kunstbetrieb sein werden, der damit aber wiederum auch kein separiertes Feld einer Hochkultur mehr ist. Also das wäre so diese größere Umwälzung, die hier vielleicht gerade stattfindet, deren Zeitzeuginnen wir gerade alle sein dürfen. Und darüber können wir jetzt aber hoffentlich noch ein bisschen diskutieren. Erstmal danke für die lange Geduld.